Die Jungs wollten unbedingt dabei sein. So, bevor es losgeht, werden wir jetzt einmal kurz auf die Waage packen. Ja. Und egal, was in diesem Video passiert, geht zum guten Ozan, testet den Döner, gibt den Support raus für die ganze Liebe, die er in seinen Videos jetzt über Jahre schon gegeben hat. Würde mich freuen, wenn ihr euch selber ein Bild macht und diesen Döner testet. Und schön, dass ihr am Start seid. Oh, was ist denn das, ey? Warum ist das so dunkel? Das ist eine höchst wichtige Mission heute. Wir werden den guten Döner vom Ozan testen. Ozan ist der erste YouTuber, der es tatsächlich geschafft hat, einen Dönerladen aufzumachen. Ja, nicht ich bin es. Tragisch, aber wahr. Den Döner werden wir heute testen. Und nicht wundern, warum sind wir hier jetzt bei Superhahn? Superhahn wurde mal geadelt von True and David zum besten Döner der Welt. Für mich ist diese Mission so wichtig, dass ich direkt wirklich davor einen Vergleich brauche von einem wirklich starken Berliner Gemüsekebab, um das einordnen zu können. Deshalb ziehen wir uns kurz einmal einen Döner auf die Hand, haben dann auch einen geilen Vergleich, können so ein bisschen schauen, wie die aussehen, wo sind die Unterschiede. Ja, und deshalb holen wir uns da jetzt schnell einen Döner raus, dann sind wir direkt auch schon bei Ozan. Geht ruckzuck. Mein Chef, kann ich ein bisschen YouTube, ein bisschen filmen? Eigentlich ungern, weil der letzte, der hier war, ja, hat seinen eigenen Senf dazu gegeben. Ehrlich? Mein letztes Video habt ihr super abgeschnitten, als ich hier war. Eins eurer besten Videos, hat Chef noch Danke gesagt. Solange keine schlechten Kommentare über das Personal hier kommt, ja? Nein, weil auf keinen Fall. Wir lassen uns hier den Arsch herum, dann kriegen wir so einen scheiß Kommentar. Das geht nicht, ja? Das geht nicht, nee. Ich filme nur ein bisschen Spieß und ein bisschen, wie du Döner belegst. Danke, mein Lieber. Wie gesagt, letztes Mal auch sehr gut gelaufen bei euch. Okay. Ja, seitdem wird es später, wollen wir das nicht. Es gibt halt welche, das weiß wer, das sind diese TikTok-Leute. Die wollen einfach irgendwas sagen, damit die Leute, ja, damit die Welle machen ein bisschen so. Auch immer schön Gewürze hier. Das ist Standard hier. Also ihr habt gehört, es ist etwas Unmut in der Luft. Jemand hat ja wohl wahrscheinlich Müll geredet. Ja, ich muss auch sagen, einmal ein paar Worte von mir, es ist schlimm geworden. Ganz schlimm, was Leute angeht, die einfach testen und nicht Tachlisch sprechen, sondern das sagen, was anscheinend den größten Aufschrei macht in der Öffentlichkeit. Ich möchte jetzt nicht sagen, die TikTok-Fraktion, aber es sind viele davon, nicht alle. Ich möchte nicht alle über den Kamm scheren, aber viele labern einfach Mist, damit das Reichweite macht. Und das hat nichts mehr mit ehrlicher Berichterstattung zu tun. Für euch nochmal, man hat sie leider nicht gesehen. Es kommt auf jeden Fall auch nochmal so ein Special Gewürzflüssigkeit, sage ich mal. Wie bei Eddie's, die machen es, die sprühen es. Hier haben die Löcher oben in dieser Eisteeflasche gemacht, machen es rauf. Da hinten seht ihr Oregano, also so ein Kräutermix. Nochmal so ein Gewürzmix, kommt alles auf den Salat, auf den Fleisch, alles wird gemixt. Ja, die mixen es vor und dann kommt es in den Döner. Dann vielen Dank und ich wünsche einen wunderschönen Tag, ne? Danke, ciao. So, also da ist er. Wegen Chancengleichheit auch. Haben wir jetzt hier auch mit Kamera gemacht, ne? Aber der sieht wirklich von den anderen, die ich gesehen habe, alle gleich aus. Gut, das sagt wiederum auch gar nichts, weil ich sowieso mit Kamera da war. Also vergesst, was ich gesagt habe. Sieht jetzt nicht dick Kamerabonus oder so aus. So, wir legen los. Todesknusprig, ganz typisches Soßenfeeling, leichte Bissigkeit vom Schafskäse. Und die Kräuter, bisschen wie bei Eddie's, nur bei Eddie's war der Dill in der Soße, wenn ich mich recht erinnere. Hier ist der Dill im Schafskäse drin. Der Schafskäse ist schon mit Kräutern gespickt. Das war hier special, das ist bei anderen Dönern nicht so gewesen. Also erstmal der Querschnitt nochmal, Leute. Was hier auch sehr special ist, sind diese Kartoffelstückchen. Die haben wie dünne kleine Pommes, haben die überall und das vermengen sie dann halt schon. Und könntest du mal einblenden, da unten liegt alles vom Fleisch bis zum Gemüse, außer das frische Gemüse und da wird alles vermengt. Da nehmen sie es raus, packen es direkt in den Döner. Beim Biss habe ich die Pommes aber nicht gemerkt, beim letzten Mal, als ich hier war, schon. Ich war ja gerade bei den beiden Legenden, Rüyam und Eddie's, kann genau einen Vergleich ziehen. Wobei ich da ja sogar undercover war. Hier ist ein ganz leichtes Trockenheitsfeeling vom Brot. Das kann ich euch sagen.
Kräuter für den Oregano, diese Trockenkräuter, die sie da reinmachen. Ich habe eine ganz genaue Einordnung, eine ganz genaue Meinung zu diesem Döner. Ich snack auf und dann kriegt er die. Und dann fahren wir schnell zum guten Ogusan. Der wartet schon. Kommt mit. Ich gebe euch dieses Mal die Bewertung jetzt. Eddie ist damals undercover. Damals, ich bin so ein Hund. Letzte Woche. Oh, meine Fresse. Eddie hatten wir eine 8,8 undercover, Rüyam 8,5. Eins, was ihr selten von mir hören werdet, ist folgendes. Das Fleisch war bei Rüyam von allen dreien am schwächsten. Wirklich am schwächsten. Nichtsdestotrotz schneidet dieser Döner etwas schlechter ab als die anderen. Eine 8,2. Der ist wirklich stabil, ein leckerer Döner und überregional. Berlin ist Brett, was Gemüsedöner angeht. In Hamburg wird der abrasieren zum Beispiel. Wahrscheinlich überall anders. Hier in Berlin auch immer noch ein starkes Ding. Aber ein bisschen unter der Elite, sag ich mal, was die Gemüsedöner angeht. Jetzt fahren wir zum guten Ozan. Und an der Stelle auch einmal Werbung in eigener Sache. Bezüglich nochmal der Thematik, die ich vorhin angesprochen habe, das alle echt und ist eine Krankheit geworden. Es gibt so sau viele Kanäle, da kriegt ihr alles, außer eine neutrale Meinung. Die Leute sagen einfach, wovon sie sich erhoffen, die meisten Klicks zu bekommen. Und das, der Rest ist ihnen egal. Und wenn ihr eine neutrale Meinung braucht, eine unbeeinflusste Berichterstattung, dann abonniert diesen Kanal, genau das kriegt ihr hier. Und das ist auch der Grund, warum mich die Leute seit Jahren gucken, weil sie das gemerkt haben. Und ich denke und ich hoffe, ich spreche für euch alle. Haut es in die Kommentare, wenn es anders ist. Aber ich denke, da gehen wir alle, wie mein alter Ausbildungsleiter gesagt hat, bevor ich meine Ausbildung verloren habe. Ich glaube, da gehen wir alle konform. Real Talk übrigens. Geschichten aus der Vergangenheit. Wir sind am Start. Im Sinne des direkten Supports, wenn ihr aus Richtung Süden kommt, nein, kein Plan, ehrlich gesagt, was auf der Seite ist, aber egal. Ihr habt direkt daneben, ganz direkt daneben hier diese Straße, die ihr reinfahren könnt und hier sind einige Parkplätze. Ja, genau, da könnt ihr parken. Und egal, was in diesem Video passiert, geht zum guten Ozan, testet den Döner, gibt den Support raus für die ganze Liebe, die er in seinen Videos jetzt über Jahre schon gegeben hat. Würde mich freuen, wenn ihr euch selber ein Bild macht und diesen Döner testet. Servus Jungs, grüß euch, alles klar? Ja, auch. Danke, danke. Habt ihr gesnackt gerade? Brutal. War brutal gut, ja? Gut, ja. Wenn ihr sagen müsstet, 1 bis 10, so eine Bewertung, was würdet ihr sagen? Oder so eine gute 9,5. 9,5, stark, ey. Das war echt sehr stark. Also wär ich Fan von Hähnchen, dann 10 von 10. Aber okay, geil. Ja, geil. Aber ich glaube, der ist schon Messlatte hoch jetzt. Stabiles Feedback, Jungs. Ja. Danke ich euch. Ne? Dann macht euch schönen Tag. Ja? Ciao, ja, bis dann. Ne? Ciao, 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 ciao. Ist auch gut was los hier. Oha, da brennt die Hütte. Moin Jungs, grüß euch. Alles gut. Danke, danke bei euch auch. Geil. Ich komme gleich nochmal zu euch. Ich wollte einfach nochmal Ozan Hallo sagen. Grüß dich, mein Lieber. Soll ich dir noch holen für Undercover-Test? Nee, ja, den machen wir gleich. Okay, Undercover machen wir gleich. Wie geht's dir, Bruder? Gut, Bruder, wie geht's dir? Ja, auch. Danke, schön, danke. Dass du hier bist, Alter. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Wie geht's dir so nach ein, zwei Tagen aufmachen? Es ist sehr unreal. Ja? Ich bin immer noch nicht hier. So ein Ding ist das. Ich bin immer noch auf Wolke 7. Okay, also bist ein bisschen neben der Spur so. Sehr, sehr. Ein bisschen ist gut, ich bin sehr neben der Spur. Ich habe eben auch geguckt, ich habe so zu dir geguckt und du warst so irgendwie so noch wie in einer anderen Welt. Aber in einer guten Welt. In einer sehr schönen Welt. In der schönsten Welt, glaube ich, Digga. Es ist geil, Mann. Ein sehr großer Traum, ist in Erfüllung gegangen. Ja, ich habe deine Reaction gesehen und ich fand das übertrieben heftig. Auch am Schluss sind wirklich so, kann ich ja sagen, noch Tränen geflossen. Und ich habe gesagt, wie ich das nachvollziehen kann. Dieser Druck, auch was außerhalb von YouTube zu leisten, ist hoch. Ne? Und ja, dafür, Mann, ich freue das sehr, die. Ich freue das sehr, geil. Vor mir noch, vor mir macht dein Dönerladen auf, Arschloch. Geil, freu mich. Ja, Mann, wir werden den direkt testen. Ich werde mal noch mal ein, zwei Zuschauermeinungen einholen. 100%. Die haben alle schon probiert. Ja, und dann gucken wir mal. Extra aus Stuttgart gekommen. Extra aus Stuttgart gekommen. Hey! Hey! Aus Mannheim seid ihr extra? Scheiße, ey. Und das erwarte ich von euch auch überall aus Deutschland hierher. Und Ozan testen. Hast du gemacht? Ja, geil, Mann. Bist du den ganzen Tag hier, oder was? Seit 3 Tagen bin ich den ganzen Tag hier. Ehrlich? Oh, heftig, Mann. Weißt du, was krass ist, Seit 3 Tagen habe ich keinen Döner gegessen bei mir. Nein, ehrlich? Ja. Weil der Magen schmerzt oder was? Erstens das und zweitens mein anderes Essen werde ich auch satt. Scheiße, ey. So ein Ding ist das gerade bei mir. Okay, heftig, Mann. Dann will ich mal von deinen Jungs noch eine Bewertung. 1 bis 10, Leute. Ja, ihr habt, ja? 10 von 10. Ja? Ich schwöre, 10. Geil, ich komme Jungs. Aus Dortmund. Du weißt, NRW-Döner, ja, kann man viele sagen. Ja, also sehr starkes Ding, ja. Freut mich, Jungs. Wir haben schon probiert, wir alle. Mannheim, ihr wisst, Berlin-Döner ist eigentlich die 1. Oggis Gemüsekübel bist sogar drüber. Stark, Jungs. Also würdet ihr wieder von dieser Strecke fahren, um diesen Döner zu essen? Geil, Jungs. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr, Jungs. Das freut mich sehr. Zieht ihr her, sagst du, oder wer hat das noch nicht gesagt? Ja, Mann. Kann ich den Döner zahlen?
Nein, Digga, ich zahl deinen Döner. Nein, ich zahl seinen Döner. Ich zahl seinen Döner. Nein, darfst du nicht, Digga. Nein, ich schwör's dir. Er lädt einen, aber ganz lieb von dir, Digga. Ehrenmann. Ich hab mich die ganze Zeit sehr gefreut. Ich hab auch noch eins gemacht, das hab ich dir gar nicht erzählt. Ich bin sogar noch zu Superhahn vor. Hab den Döner getestet, um direkt einen Vergleich zu haben. Jetzt schon? Ja, direkt. Digga, schön mal nach ein, zwei Tagen direkt vergleichen, Alter. Direkt das kalte Wasser. Nein. Alles gut. Du bist bereit? Ich bin bereit. Was für ein Döner, was erwartet mich heute? Ein Gemüsekebab. Und was genau? Wie was genau? Ein Chicken-Gemüse-Kebab. Ja, aber ist es so wie die Gemüse-Döner, die man kennt aus Berlin? Du hast eigentlich das gleiche gemacht, was viele andere machen, nur auf deinen Style, deinen Touch reingebracht. Ich hab das gerade nicht ganz neu erfunden. So, kann ich auch nicht. Weißt du, was ich meine? Klar, ist ein bisschen unser Style drin, aber ich sag dir das mal vorne rein. Ockel hat mich angerufen und meinte, ey Bro, ich hab Bock auf einen Dönerladen mit dir zusammen. Ich meinte, Bro, ich hab auch Bock auf einen Dönerladen zusammen mit dir. Weißt du, was ich meine? Und dann meinte er, überlass das Döner-Technische mir, mach du das Gesicht hier und da. Wenn dir was nicht passt, dann sagst du das. Ich mach erstmal. Ich habe ihm gesagt, okay, Okan, mach erstmal. Bruder, er hat gemacht und die Leute sind sehr zufrieden. Deswegen denke ich auch, dass er auch dir gefallen wird. Geil. Was kostet der Döner? 6,50 kostet. 6,50, geil. Was sagst du im Preis? Stabiler Preis. Ist okay, wa? Günstiger als die anderen. Ich habe eben gerade Superhahn 7 Euro zum Beispiel. Okay. Also finde ich gut. Also denkst du lieber, die Taschen nicht ganz so voll stopfen, die Leute zufrieden. 100%. Wobei manchmal geht's nicht. Also da will ich auch nicht verurteilen, wenn irgendwann 50 Cent teurer ist, dann wird es wahrscheinlich sein, weil die Preise gestiegen sind. Was geht, Brudi? Alles gut, Bruder, danke. Orkan Orangstadt, grüß dich. Ja, ihr könnt alle drauf sein auch, Jungs. Nicht schlimm, oder? Ach, der Kollege nicht, der pixen wir. Der pixen, der arbeitet schwarz, ne? Besten Gemüsedöner aus Deutschland. Ist das so, ja? Aus Berlin, aus Deutschland. Stark. Der beste Mann am Messer ganz Berlin, habe ich mir sagen lassen. Er zieht schneller Messer als Lucky Luke seine Knarre. Boah, der sieht sehr saftig aus, jetzt ohne hier für Ozan Promo zu machen, aber der sieht sehr saftig aus. So, da ist alles am Start. Hier Gemüse gerade frisch rein gemacht. Das kam hier fresh raus. Oha, und dann auch schön Kräuter. Wir haben es eben bei Superhahn gesehen, haben sie auch gemacht. Die hatten allerdings eine Flasche halt, ne, zum Sprühen. Boah, das riecht nach Butter hier. Ich weiß nicht, was da los ist so. Oh, und sogar diesen Salat hier, den etwas, wie heißt nochmal, Lolo Bianco, keine Ahnung. Und genau, das ist noch wichtig. Sauber, genau, dann filme ich mal einmal hier ab. So, und man sieht auch keinen Kamerabonus, kein Fleisch oben extra drauf, alles so wie jeder Kunde kriegt. Jawohl. So, also jetzt kommt es direkt zur Verköstigung. Ozans Bruder ist am Start, Ozan kommt auch mit. So, bevor es losgeht, werden wir jetzt einmal kurz auf die Waage packen. Ja. Oh, nein! Ja, ich hab dich nur hops genommen. Nein, tatsächlich werde ich alleine testen, weil sonst kann ich nicht richtig. Ja. Ich wollte dich eigentlich nur hops nehmen, dafür habe ich dich jetzt geholt. Und danach werde ich dir aber natürlich Feedback geben, du kennst mich, weil ganz alleine kann ich immer am besten bewerten. Deswegen hast du mich schon gerade gewundert, Digga. Dass ich dich mitnehmen will, ne? Aber ich komme gleich an den Start, Wir sind hier. So, ihr seid da, ne? Wir sind hier. Okay, geil. Bis gleich, Jungs. Ich komme gleich, korrekt, Mann. Oh, ich muss mich einmal abkapseln, Leute. Ihr kennt mich doch. Ich kann nicht richtig bewerten, wenn alle dabei sind. Drei sehr schöne Momente am Anfang. Einzigartig, dementsprechend, so nirgendwo anders gab. Ihr habt sehr viel Säure, es war relativ viel Limette. Das hat dazu geführt, wie soll ich es beschreiben, manchmal, wenn du so eine Säure hast, steigt die ja so, also im positiven Sinne, richtig aggressiv auf, in die Kehle so. Und das hat dazu geführt, im Mix mit diesen Kräutern, die da drauf sind, dass du so einen ganz special eigenen Hybridgeschmack zwischen dieser Zitrone und den Kräutern hattest und eine sehr starke Röstung. Sehr starke Röstung. Ich habe alle drei gegessen, gerade Eddies, Ruyam und Superhahn. Nirgendwo hattest du so eine Röstung im Fleisch. Das war eigentlich der Ablauf. Diese geile Säure-Kräuterkick und dann das Fleisch. Sehr prägnante Säure und das wird auch daran liegen, unter anderem. Und dann die Schärfe von dem Pulver, auch sehr schön, weil du diesen Salat hast. Du hast diesen Salat und da wird sich wahrscheinlich, denke ich, ein bisschen mehr diese Zitrone fangen und nicht so verloren gehen. Und das aber so bam in die Fresse. Ganz eigene Liga. Der Gemüsedöner hat nichts mit den anderen Gemüsedönern zu tun. So ist es auch viel defensiver.
Der Döner lebt nicht so von der Soße. Es ist die Soße da, die du brauchst, auch als absoluter Soßenfan. Aber sie ist nicht wie bei den anderen Dönern so bam, komplett 50% Soße. Denn die anderen Döner sind alle 50% Soße. Die leben davon. Da ist ein Geschmack drin, den ich nicht ganz peile. Ich checke ihn nicht. Vielleicht von der Soße. Hat auch wieder mit der Säure zu tun. Und irgendwas, was sich damit wieder vermischt. Ich glaube, das ist unterschwellig, das Gemüse, gerade auch zum Beispiel Karotte, hat manchmal eine gute Süße, die da mit reinschießt. Und du hast eine gewisse Süße hier drin, nicht nur von den Karotten, beziehungsweise nicht nur von dem Gemüse, auch von dem Gemüse. Vielleicht waren es auch nicht die Karotten, ne? Es ist schwierig gerade zu deuten. Vielleicht waren es auch die Kartoffeln. Kartoffeln sehr stärkehaltig, haben auch eine gewisse Süße. Bei dem Döner, wenn du noch nie Gemüsedöner gegessen hast und jetzt zum ersten Mal, glaube ich, kommt der hier dem, was man vor sich darunter vorstellt, viel näher, weil du weniger Soßen hast und hier kommt die Frische vom Gemüse viel mehr zur Geltung. Und Gemüse geht in den anderen Dönern fast komplett unter, bei Eddies weniger, bei Rüya mehr, auch bei Superhahn geht es fast unter. Hier hast du auch noch die Frische vom knackigen, frischen Gemüse. Denn der Gemüsedöner, für die, die es nicht wissen, kriegt seinen Namen mehr oder weniger eigentlich von diesem frittierten Gemüse, das mit in der Dönerschale oder bei manchen Dönern auch nicht präsentiert wird und dann in den Döner kommt. Warm gehalten wird. Jetzt kommen die Soßen. Wenn du dich reinfühlst, das ist wichtig bei dem Ding, dann ist wiederum anfangs die Einzigartigkeit hatten wir am Start. Das, was dieser Döner hat, aber kein anderer. Und jetzt wiederum an dieser Stelle, das erstmal nicht heißt besser. Einzigartig heißt erstmal einzigartig. Könnte auch schlechter sein. Jetzt hast du das erstmal vom Biss auch richtig gemerkt. Dieses Grillgemüse und das mit einer gewissen Süße, leicht und jetzt auch vom Biss, schwingt im Döner mit. Diese leichte Lieblichkeit, Süße, die nochmal die Soße unterstützt, die auch schon süß ist, schwingt mit im Döner. Muss sich reinfühlen. Du hast gerade Hunger bekommen und Lust, Essen zu bestellen? Sicher dir jeweils 10 Euro Rabatt auf deine ersten beiden Bestellungen bei der Uber Eats App mit dem Code HOLLE. Einmal noch kleiner Kritikpunkt. Ein Gemüse war nicht ganz durchfrittiert, war zu hart im Biss. Viele kennen es oder mögen es auch nicht, diese nicht durchgekochten Kartoffeln oder Karotten oder so. War einziger Störfaktor bisher im Döner. Danke, Rui. Warte, ich mach Kamera nochmal aus. Ja. Einmal rausschneiden. Ja, mich zurück aufs genommen. Ich bin durch, ich gebe auch jetzt gleich Feedback. Ja, kannst du ruhig hierbleiben, schon mal? Soll ich hierbleiben? Ich hab so Angst. Wir gehen aber zusammen rein. Ich hab so Angst. Nein, Angst nicht, aber du weißt, egal, ich zähle auf deine Meinung. Und ich weiß, du hast sehr viel Ahnung von Döner. Und du bist so, was so das Döner-Business angeht, Bruder, für mich die Eins. Dieses Danke, Döner, Döner, das ist so süß von dir, süß, was du sagst. Ich will das von vornherein sagen, ich hab nicht die Absicht, der Beste in Deutschland zu sein. Es soll einfach nur schmecken, der Kunde soll zufrieden sein und er soll satt werden. Fertig. Du sollst einfach ein stabiles Produkt abliefern. Einfach ein stabiles Produkt abliefern, Bruder. Wo du dich ablieferst in diesem Produkt, deine persönliche Note reinbringst. 100%, fertig, ne? 100%. Hat dir geschmeckt? Hat mir geschmeckt. Und ich will vor allem jetzt noch mal hier ein Urteil geben da vorne. Ich will so eine geile, epische Szene haben. So, wir haben jetzt hier noch mal das Urteil, das wir verkünden. Die Jungs wollten unbedingt dabei sein. So, ich auch noch mal eine Sache und da bin ich ehrlich mit euch. Hätte mehrere Szenarien geben können, da hätte ich den Döner gar nicht bewertet. Und ich bin immer ehrlich und das sage ich, das wäre einmal der Fall gewesen, wenn er schlecht abgeschnitten hätte. Oder wäre das jetzt hier Top 2, Top 3 deutschlandweit gewesen, hätte ich es nicht gemacht. Einfach, weil die Glaubwürdigkeit schwinden würde, wenn ich jetzt sagen würde, es wäre der Beste. Das sage ich zu euch. Es ist aber der Fall aufgetreten, wo ich es mit gutem Wissen bewerten kann und keiner danach sagen wird, er labert scheiße. Aber erstmal, du hast das Battle heute gewonnen. Ja? Ja, ich habe Superhahn wieder getestet. Und einziger Kritikpunkt habe ich gesagt, ich hatte zwischendurch eine ungebackene Karotte, Kartoffel, irgendwas drin, die noch nicht ganz durch war. So. Echt, ja? Genau, aber nicht so wild. Okay. Das gibt jetzt nicht dicken Punktabzug, aber ohne vielleicht 0,1 mehr oder so. Deshalb gebe ich 8,4 Punkte. Ist also gut? Starkes Ding. Starkes Ding, also wirklich starkes Ding. Wirklich starkes, stabiles Ding. Rolle ist eine 100 von 10 bei einem anderen Ding. So ein Ding ist das. Ist wirklich stark. Ich bin zufrieden, Digga. 8,4 hast du gesagt? 8,4. 8,4. Ja, das Einzige, was wir nicht machen, ich kann dich nicht in irgendein Ranking aufnehmen. Nein. Weil dann müsste ich an der Cover auch nicht kommen. Dann müsste ich an der Cover kommen. Und das wäre scheiße. Nicht. Das wäre 31er Basis. Ich glaube, Sie sind zufrieden, oder? Ja. Ja. Geil, Mann. Cool, Digga. Freust du dich, sehr ja? Schön, Bruder. Sehr geil. Ja, in dem Sinne sage ich euch vielen Dank fürs Dabeisein. Euch danke für den Support hier hinten im Hintergrund. Glocke aktivieren, nicht vergessen. Abonnieren. Ja, lassen, wie der Döner euch geschmeckt hat. Und wir sehen uns. Ja, Mann. Er weiß Bescheid. Kuss, Jungs. Ja, genau. Also danke. Euch auch fürs Zuschauen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir, Ozan. Danke auch. Danke, und ja, Mann, komm vorbei bei Ogis Gemüse-Kebab. Ja. Wird nochmal eingeblendet, vorhin eingeblendet, jetzt eingeblendet. Was?